Vielen Dank. Ich glaube, wir werden ein bisschen Zeit aufholen, weil einiges hat der Dr. Hoffmann auch schon erwähnt, was so ein bisschen bei mir anklingen wird nochmal. Das sind meine potenziellen Interessenkonflikte, weil wir arbeiten natürlich beim metastasierten Mammakarzinom hauptsächlich mit Medikamenten. Man schimpft oft auf die Pharmaindustrie. Wir sind aber andererseits froh, dass wir tolle neue Medikamente haben. Es bleibt dann nicht aus, dass man Vorträge hält und dass einen die Firmen unterstützen, dass die auch Kongressveranstaltungen unterstützen. Manchmal machen das auch die Firmen, die verschiedene Konkurrenzpräparate haben. Also ich behaupte, ich werde dadurch nicht entscheidend beeinflusst. Das ist zumindest meine Einschätzung. Manchmal kommt der Brustkrebs wieder. Herr Dr. Hoffmann hatte eben erwähnt, dass zum Beispiel hier am Zentrum eine Beckenkammbiopsie macht, während die Patientin noch in der Narkose ist bei der Erstdiagnose. Und das liegt unter anderem daran, dass man eben glaubt, dass das Knochenmark auch so ein Depot ist. Wie kommt das? Gerade hormonabhängiger Brustkrebs kommt ja manchmal nach 20, 30 Jahren wieder und man fragt sich immer, woher kommen denn die Zellen? Weil da ist ja alles wegoperiert worden. Man glaubt, dass die eine Schlafphase haben, die sie offensichtlich im Knochenmark und in den Knochen verbringen. Und man weiß natürlich nicht, was sie letztlich aufgeweckt hat, aber das ist eben offensichtlich ein Ausgangspunkt. Und es kann natürlich dann unter Umständen auch woanders hinstreuen oder zu einem Rückfall kommen. Zum Glück ist das immer seltener der Fall. Als ich angefangen habe zu arbeiten, vor 25 Jahren, war das so, dass etwa 70% der Brustkrebsfälle geheilt wurden. Heute ist das so, dass je nachdem, was das für ein Brustkrebstyp ist, wie die Dame, die gerade ihren Fall geschildert hat, da hat man Heilungschancen, die sind um die 90%. Es gibt natürlich immer noch ungünstige Konstellationen, aber die Heilungschance ist ungleich höher. Thema jetzt ist aber, was passiert denn, wenn der Brustkrebs wiederkommt? Das ist natürlich ganz verzweifelt. Die Patientinnen haben ja gekämpft, haben alles gegeben und man denkt, jetzt ist das blöde Ding weg und dann kommt es wieder. Und wir haben auch ungefähr 20% der Fälle, wo gleichzeitig dann tatsächlich, wenn eine Metastasierung da ist, auch zum ersten Mal der Brustkrebs auftrat. Nicht mich missverstehen, nicht 20% der Erstfälle haben Metastasen, sondern halt bei den Metastasierten haben 20% gleichzeitig ihre Erstdiagnose bekommen. Aber auch da tut sich was. Das ist jetzt ein älteres Paper von 2004, was sehr damals die Szene aufgemischt hat, weil das war sozusagen das Mekka der Brustkrebsbehandlung, ist das MD Anderson Institut in Texas. Und die haben ihre eigenen sehr homogen, also gleichartig behandelten Patientenfälle verglichen über die Jahre und Jahrzehnte und haben festgestellt, unsere Patienten in den 70ern, 80ern haben viel kürzer gelebt, als wie das heute der Fall ist, wenn sie metastasiert sind. Das wurde lange bestritten. Es gab einen berühmten Spiegelartikel, Giftkur ohne Nutzen. Das war, haben wir uns hier am Zentrum zum Anlass genommen, zu sagen, das glauben wir nicht, das ist nicht unser Eindruck, haben uns viel damit beschäftigt. Da will ich jetzt hier gar nicht drauf eingehen, weil das wäre so ein bisschen Thema verfehlt. Ich will noch mal kurz hier zusammenfassen, nur so als Übersicht, Herr Dr. Hoffmann hat es eben mit einem noch komplizierteren Bild gezeigt. Man kann sich eine ganze Menge ausdenken, wie man eine Tumorzelle austricksen kann. Man weiß inzwischen eine ganze Menge, ich kann an der Oberfläche von der Tumorzelle ansetzen. Na, der Laser funktioniert nicht, okay. Ich kann in der Zelle ansetzen, das Weiße ist der Übergang zum Zellkern. Und es gibt bei Brustkrebs einige Dinge, die habe ich hier rot unterstrichen, die da schon eine Rolle spielen. Es gibt aber auch einiges, was man finden kann, wogegen ich bisher noch keine Medikamente habe. Im Moment ist ein großer Trend, dass viele Patientinnen auch zu mir in die Sprechstunde kommen. Die haben einen großen Gentest machen lassen, haben eine Tumorprobe untersuchen lassen, plus minus noch eine Blutprobe, kommen mit diesem Test und sagen, was soll ich denn jetzt machen? Meistens ist es so, dass man bei diesen Tests nichts findet oder man findet etwas, wogegen man noch nichts machen kann. Ist vielleicht trotzdem nicht verkehrt, das zu machen, weil es kann sein, dass man ein Ergebnis gewinnt und in 5 Jahren gibt es was, wo man sagt, Sie haben ja das Merkmal und da gibt es ein neues Medikament in oder außerhalb von der Studie. Im Moment ist das so, dass das bei metastasierten Brustkrebs nicht standardmäßig empfohlen wird, weil man findet meistens nichts. Es ist aber ein großes Thema in den Medien und auch nicht erst seit Neuestem. Das war mal eine Titelgeschichte vom Time Magazine. Da ging es in diesem Fall 2 Damen, die beide einen unangenehmen Gehirntumor hatten und der Tenor des Artikels war, wo auch durchaus was Wahres dran war. Die eine hatte eine molekulare Aufarbeitung bekommen ihres Tumors und man hatte etwas gefunden, wogegen man tatsächlich was machen kann. Bei der anderen war es tatsächlich so, dass sie keine Aufarbeitung hatte und man hat da so ein bisschen diskutiert, was ist denn jetzt besser. Es gibt aber viele Tumorerkrankungen, wo diese Aufarbeitung bisher nichts bringt.
Und das ist was anderes als beim frühen Brustkrebs, wo man zum Beispiel danach schaut, ob jetzt eine Chemotherapie hilfreich ist oder nicht. Also es ist beim Brustkrebs kein Standard, wird aber vermutlich in Zukunft kommen. Bei uns ist es so, dass wir in der Klinik, in der inneren Klinik Tumorforschung einen ganz großen Schwerpunkt eigentlich seit Jahrzehnten darauf haben, neue Medikamente, die sozusagen gerade aus der Maus raus sind, wo man aber denkt, die sind vielleicht was für die Zukunft, dass man die testet und guckt, ob die Patienten mit metastasierter Situation, oft besonders Patienten, die die Standardtherapien alle erhalten haben und wo man denkt, was mache ich denn jetzt, um überhaupt noch irgendwie eine Möglichkeit der Behandlung zu finden? Das ist ein Schwerpunkt. Da werden Listen bei uns aufwendig geführt, wo man bei den Lungenkrebspatienten, bei den Darmkrebspatienten, bestimmten anderen Patientinnen und Patienten nachschaut, was haben die für Tumormerkmale genetisch. Bei Brustkrebs, ich sage es ganz offen, spielt das bisher keine große Rolle, wird aber wahrscheinlich kommen. Hier ist ein Beispiel, hat sich eine bestimmte Gruppe, das wurde vor 3 Jahren in Berlin mal vorgestellt, das Aurora Trial. Rechts der große Kuchen sieht man, was denn jetzt bei den Patientinnen mit Brustkrebs bei so einem aufwendigen genetischen Test, was denn da so gefunden wurde. Und da findet man insbesondere, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, in dem Viertel hier auf der linken Seite findet man die BRCA-Mutation, von der wir eben schon gehört haben. Da ging es um die Prognose. Gleich geht es nochmal kurz um die Therapie. Und man findet aber auch einiges auf der rechten Seite. Es gibt die PIK3CA-Mutation. Da hatte man so alle möglichen Medikamente untersucht, die waren aber nicht super erfolgreich, machten ordentlich Nebenwirkungen. Das heißt, das ist ein schwieriger Bereich und es gibt einiges, wo man überhaupt nichts gegen hat bisher. Aber wie gesagt, der Trend geht dahin, auch Brustkrebserkrankungen genauer aufzuarbeiten. Eine wirkliche Konsequenz ergibt sich daraus eigentlich nur bei der BRCA-Mutation. Eine Besonderheit ist, dass ich gehe noch mal einmal zurück, Sie sehen auf der linken Seite da, wo BRCA1 und 2 steht, dass da in Klammern zum Teil steht GERM-L, das heißt Germline, also Keimbahn, das heißt im Blut, jede Zelle hat dieses Merkmal. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass nur die Tumorzelle das hat und das könnte ein experimenteller Ansatz für die Zukunft sein, dass wenn man das da nachweist, dass man vielleicht mit den gleichen Tabletten behandeln kann, die man bei der Keimbahnmutation hat. Hier eine Studie, die auf den schönen Namen Olympia D hörte, wo man gesehen hat, dass Patientinnen in metastasierter Situation, wenn die eine BRCA-Mutation aufwiesen im Blut, dass man dann gesehen hat, dass das viel wirksamer war, das mit einer einfachen, gut verträglichen Tablette zu behandeln, als mit einer Standard-Chemotherapie. Es hat besser geholfen und es machte deutlich weniger Nebenwirkungen. Also es macht Sinn, auf jeden Fall Patientinnen in metastasierter Situation, wenn die nicht einen HER2-positiven, das ist eine Besonderheit, positiven Brustkrebs haben, darauf zu untersuchen, um zu gucken, ob sie für diese Tabletten in Frage kommen. Und da muss ich jetzt auch nicht besonders forschen, ob die eine familiäre Häufung haben. Besonders relevant sind aber diese drei Gruppen. Das hat sich ehrlich gesagt in den letzten 20 Jahren eigentlich nicht geändert. Also wir gucken nach dem Hormonrezeptorstatus, auch wenn die Metastasierung da ist. Manchmal lohnt sich das, das nochmal zu überprüfen. Das ist Gott sei Dank der größte Teil der Patientinnen, weil da können wir am meisten machen. Und die haben eigentlich eine sehr gute Prognose, auch in der Metastasierung, viele, viele Jahre mit der Erkrankung weiterzuleben. Heilbar ist die Erkrankung dann leider nicht. Wir haben den unangenehmen Teil des triple-negativen Mammakarzinoms, wo sich jahrelang gar nichts tat, jetzt ein bisschen was, ich gehe gleich darauf ein. Und wir haben eine Besonderheit, wo wir eine klare Biomarker-Zielstruktur haben, den HER2-positiven Brustkrebs, der macht ungefähr 20% aus. Ich fange mal an mit dem häufigsten Teil, ich zeige nur ganz wenige Folien, weil das würde sonst völlig ausufern. Das Thema füllt aber ganze Abende. Um nochmal zu sagen, beim hormonrezeptorpositiven Brustkrebs, wenn der wiederkommt, sind oft ganz viele Jahre vergangen zwischen der Ersterkrankung und dem Rückfall. Wenn jemand Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, kommt er meistens wieder und meistens nach einem halben Jahr. Das heißt, wenn ich hier erstmal 20 Jahre gehabt habe, wo ich mehr oder weniger gesund war, ist das natürlich trotzdem eine ganz andere Prognose für die Zukunft. Das zeigt auch, dass der Tumor oft nicht so aggressiv ist und dass man den, selbst wenn der wiederkommt, oft gut behandeln kann.
Das ist das sogenannte lange krankheitsfreie Intervall und eben der positive Hormonrezeptorstatus. Ich habe viele Möglichkeiten und oft haben diese Patientinnen, deshalb habe ich hier ein Knochenszintigramm als Bild darüber ausgewählt, nur in Anführungsstrichen Knochenmetastasen. Natürlich möchte auch niemand eine Knochenmetastase haben, aber es ist einfach noch die günstigste Metastasierungsform, die man so bekommen kann. Dass man das antihormonell behandeln kann, ist keine neue Erkenntnis, die wurde aber viele Jahrzehnte vergessen. Es gab einen Schotten, der hat festgestellt, dass bei Frauen, denen er aus ganz anderen Gründen die Eierstöcke entfernt hat, dass dann der Brusttumor, wenn sie gleichzeitig Brustkrebs hatten, geschrumpft ist. Eine Erkenntnis, die damals im Lancet veröffentlicht wurde, 1896, dann hat man das aber lange nicht genutzt. Und hier sehen Sie so die Kaskade über die Jahrzehnte, wie das sich so entwickelt hat mit der antihormonellen Therapie. Und da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Das Medikament, was wahrscheinlich mit die meisten Patientinnen mit Brustkrebs geheilt hat, ist das Tamoxifen. Das Wort haben wir eben auch noch mal gerade gehört. Man sagt, es gibt teilweise inzwischen wirksamere antihormonelle Sachen, aber es ist immer noch ein super Medikament. Und es hat tatsächlich auch den Vorteil, dass auch Länder, die nicht so wohlhabend sind wie Deutschland, tatsächlich mit diesem Medikament gut arbeiten können. Was man sieht hier mal auf dem Bild, Sie haben ja vielleicht schon das ein oder andere CT-Bild mal gezeigt bekommen. Dies hier wäre jetzt sozusagen, ich erkläre es immer meinen Patientinnen, der Mensch als Salami. Der Computer schneidet geistige Scheiben und ich gucke sozusagen von den Füßen zum Kopf in den Körper rein. Und der Computer kann im Moment, wahrscheinlich gibt es bald noch viel mehr, drei sogenannte Fenster machen, wo er dann guckt, wie sehen die Knochen aus, wie sieht das Weichgewebe aus, wie sieht die Lunge aus. Das ist das sogenannte Knochenfenster und auf der linken Seite sehen Sie, dass die Knochen, wir sind hier auf Höhe des Beckenknochens, rechts und links wäre jetzt der Beckenkamm, hinten ist das Kreuzbein zu sehen in der Mitte. Da sieht man, dass die Knochen alle so komisch weiß und fleckig sind. Das ist eine ganz diffuse Knochenmetastasierung. Wenn man da reinpieksen würde, würde an jeder Stelle irgendwo eine Brustkrebszelle gefunden werden. Und hier sehen Sie eine Patientin, auch Sie sehen auch den Verlauf. 2002 ist der gleiche Patientenkörper, nur ein anderes CT, dann 9 Jahre später. Antihormonelle Therapie hat die Patientin super profitiert und man sieht nur noch so, man kann es noch knapp ahnen, auf der linken Seite so kleine fleckige Veränderungen, aber man sieht, das wirkt zum Teil exzellent. Also die Patientin ist da nicht bestrahlt, die hat keine Chemotherapie und hat da 9 Jahre, inzwischen ist die Patientin verstorben, hat noch etliche Jahre weitergelebt. Also das geht oft sehr, sehr gut. Ich habe gesagt, Knochenmetastasen sind oft das Problem. Wir haben aber auch Patienten, auch mit hormonabhängigen Brustkrebs, die eine Organmetastasierung haben, die natürlich deutlich gefürchteter ist. Bei dieser Patientin, die wir auch ungefähr 20 Jahre begleiten durften, eine sehr, sehr nette Dame, war es so, dass die ersten Bilder von der Leber, die Sie auf der linken Seite sehen, die sind hier gar nicht drin, weil die wurden noch auf Folien gemacht. Professor Werner kennt es auch noch. Man hatte diese schrecklichen kiloschweren Tüten. Man suchte immer das Bild von 1994. Ach nein, das ist in der falschen Tüte. Der Radiologe hat das Bild, ganz schrecklich. Jetzt haben wir das alles, ne, Thema Smart Hospital. Wir können uns das selber nebeneinander legen. Ich zeige es meistens meinen Patientinnen, insbesondere wenn was besser wird. Und hier kann man, glaube ich, klar sehen, dass diese bereits nach Chemotherapie gebesserte Leber, dass die über die Jahre sich dann nochmal deutlich gebessert hat mit verschiedenen antihormonellen Therapien. Also die endokrine Therapie ist hochwirksam und ich habe Ihnen gerade zwei Fallbeispiele gezeigt. Ich zeige Ihnen natürlich positive Beispiele und nicht die einzelnen Fälle, wo es dann eben nicht so gut läuft. Dass auch vor der Ära der Patienten, der Tabletten, auf die ich jetzt kurz eingehen will, schon jahrelange Verläufe erreicht wurden. Jetzt ist aber das Ganze nochmal stark aufgemischt worden, dass man gesehen hat, in der Tumorzelle läuft immer so, wie in jeder Zelle gibt es Phasen, wo die Zelle sich teilt und Phasen, wo die Zelle schläft. Und in der Tumorzelle ist dauernd Teilung, Teilung, Teilung. Das ist etwas Unerwünschtes, weil es werden immer mehr Tumorzellen. Ich möchte also am liebsten diesen Teilungsvorgang unterbrechen. Und da hat man inzwischen Medikamente erfunden, die sogenannten CDK4/6-Inhibitoren, die im Zusammenspiel mit dem Östrogenrezeptor es schaffen, diese Geschichte zu bremsen. Also ein toller neuer Ansatz. Und das funktioniert auch sehr gut. Eine unserer Patientinnen gehörte zu den ganz frühen, die ein solches Medikament bekommen haben. Diese Aufnahme hier von der Bild-Zeitung, da war sie ganz groß drin, junge Mutter, Mitte 40, mehrere Kinder. Und die hatte eine sehr, sehr ausgedehnte, sehr schmerzhafte Knochenmetastasierung, hatte verschiedene andere Komplikationen, hat super angesprochen auf die Behandlung. Die Patientin darf ich auch weiter betreuen. Sie ist übrigens immer noch unter der gleichen Behandlung. Inzwischen steigt der Tumormarker so ein bisschen. Ich bin nicht ganz
sicher, ob wir irgendwann wechseln müssen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt eine mehrjährige Behandlung mit einer reinen Tablettentherapie. Haare sind weiterhin da und sie steht eigentlich so normal im Leben. Das hat dazu geführt, dass bei Patientinnen mit hormonabhängigem Brustkrebs sich die Szene sehr gewandelt hat. Sie sehen auf der linken Seite, das ist ein deutsches Tumorregister, wo viele Kliniken mitmachen. Sowas hat man früher belächelt, nennt man heute Real-World-Data, wo man einfach guckt, wie werden denn die Leute in Deutschland oder weltweit behandelt. Und da sehen Sie auf dem Tortendiagramm links in dunkelblau, dass früher die Hälfte der Patientinnen ab dem Start oder ab dem man wusste, dass eine Metastasierung da ist, kriegt nie eine Chemotherapie. Hat unsere Patientin mit der Leber auch bekommen, wobei ich das immer noch nachvollziehen kann. Und die Hälfte der Patientinnen hat Hormontherapie bekommen. Und in der heutigen Ära sehen Sie, dass sich das komplett gewandelt hat. Nur noch ein kleiner Teil der Patientinnen bekommt eine Chemotherapie als erstes. Da gibt es auch in Einzelfällen durchaus Gründe. Aber ansonsten gibt es fast immer diese Kombination Endokrin plus die neuen Tabletten. Wenn wir jetzt aufs triple-negative Mammakarzinom kommen, das ist, keiner der drei Marker ist da, Östrogen, Progesteron oder HER2, und das ist einfach das Ungünstigste. Nichts ist da, das heißt, ich kann weniger zielgerichtet irgendwas machen. Und der zweite Punkt ist, der Tumor ist biologisch total ungünstig, der ist sehr aggressiv, der ist, ich habe eben das Beispiel genannt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, der ist, wenn man den nicht geheilt kriegt in der frühen Situation und der wiederkommt, hat er eine sehr schlechte Prognose. Das hat sich leider auch noch nicht so viel geändert. Aber endlich tut sich ein bisschen was. Trotzdem muss man sagen, das Bild habe ich genommen von einer Pharmafirma aus ihrer Reklame. Da ging es, glaube ich, um Immuntherapie. Und man tut jetzt immer so, als sei die Chemotherapie ein Dinosaurier. Und bald gäbe es keine Chemotherapie. Das höre ich aber, seit ich arbeite, also seit über 25 Jahren. Man versucht natürlich, Chemotherapie zu vermeiden. Aber natürlich gibt es auch so eine und solche Chemotherapien. Manche sind aggressiver, andere werden eigentlich relativ gut vertragen. Beim triple-negativen Mammakarzinom ist es nach wie vor die absolute Säule der Behandlung, weil ich kann nicht antihormonell behandeln und ich kann nicht die HER2-gerichteten Antikörper geben. Hier ein Bild einer Patientin, das ist noch von Professor Seber erstellt worden, diese Folie. Das ist der Vorgänger von Professor Schuler, der heute auch über Lungenkrebs, Präzisionsonkologie gesprochen hat. Die Patientin mit dem triple-negativen Mammakarzinom, die Botschaft dieser Folie soll sein, auch mit reiner Chemotherapie ist es gelungen, diese Patientin, die insgesamt 8 Jahre mit inoperabler Lebermetastasierung überlebt hat, 10 Jahre insgesamt mit Metastasierung, in Einzelfällen lange am Leben zu erhalten. Die hat nichts von den ganzen neuen Medikamenten, auf die ich jetzt gleich kurz eingehe, bekommen. Das Foto ist im 8. Behandlungsjahr. Natürlich gibt es auch Fälle, die ganz anders sind, aber es gibt eben keinen Grund, direkt von Anfang an aufzugeben. Die hat einen kleinen Sohn. Und da hat sie, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest die 10. Klasse hat sie noch miterlebt. Und als sie im Grunde erkrankt ist, ist der Sohn dann gerade erst eingeschult worden. Das heißt, das war, denke ich, schon ein wertvoller Gewinn. Wir hätten sie natürlich gerne noch länger betreut und hätten ihr vielleicht gerne auch solche Dinge gegeben, die zwei Sachen, auf die ich jetzt kurz mit 2, 3 Folien eingehe. Die Immuntherapie, einer fragte eben auch im Chat beim Hormonabhängigen, da ist es so, dass bisher die Daten noch so ein bisschen enttäuschend sind. Vielleicht kommt da was, aber beim triple-negativen Mammakarzinom ist es so, dass die Immuntherapie offensichtlich dem Körper hilft, die Tumorzellen zu entdecken und dann eben auch zu bekämpfen, indem man die weißen Blutkörperchen selber aktiviert, gegen den Tumor zu kämpfen. 2 Substanzen sind zugelassen. Beim triple-negativen Mammakarzinom, was aber nicht so häufig ist, ist es so, dass 40% der Fälle dann ein Merkmal, da habe ich tatsächlich einen Biomarker, der ist nicht besonders kompliziert, haben, um diese Therapie bekommen zu können. Leider hilft es nicht bei den 40% der Patienten, sondern dann etwa bei der Hälfte der Patientinnen. Das heißt, es ist interessant, es ist aber auch noch kein Wundermittel. Da ist noch Luft nach oben. Es gibt jetzt eine zweite Substanz. Als erst eben habe ich Atezolizumab und Pembrolizumab habe ich jetzt. Und ich habe, wie gesagt, einen Biomarker. Und das gibt man in Kombination mit Chemotherapie. Das heißt, auch da ist die Chemotherapie immer noch eine wichtige Säule. Man hat gesehen, dass diese Substanz, das Pembrolizumab, das Überleben verlängert. Und zwar relativ deutlich. Das heißt, wir sehen da erste Fortschritte. Ansonsten ein aus meiner Sicht fast noch interessanterer Ansatz, ein Antikörper, an dem etwas dranhängt, also so eine Art Designermolekül. Antikörper werden immer auf solchen
für uns etwas einfacher gestrickteren Mediziner wie mich, ich bin kein Molekularbiologe oder Ähnliches, werden die also ein Y dargestellt. Und Sie sehen an dem Y im Bereich dieser Zelle, die Zellmembran ist sozusagen dieser gestrichelte Rand. An dem Y hängen so kleine rote Punkte und das sind die Chemotherapiemedikamente wie der Chemo, die an die Tumorzelle rangebracht werden, dann eingeschluckt werden sozusagen von der Zelle und dann geben Sie dort Ihre tödliche Chemotherapieladung ab. Und das Gute ist, Sie erwischen noch ein paar Zellen in der Nachbarschaft. Das heißt, das nennt man dann Bystander-Effekt. Das heißt, ich habe hier einen Antikörper, der erstmal so theoretisch einen ganz tollen Wirkansatz hat. Und in der Studie, die auf der linken Seite mal so dargestellt ist, hat man diesen Antikörper als Einzeltherapie getestet und im anderen Arm eine Chemotherapie bei Patientinnen, die schon alle vorbehandelt waren. Die haben dann eine super schlechte Prognose in der Metastasierung mit diesem fiesen triple-negativen Subtyp. Und da sieht man, dass das geholfen hat. Die haben eine Verdopplung ihrer Überlebenszeit gehabt gegenüber der Chemo, also nicht gegenüber nichts. Ja, und die Chemotherapie bringt ja schon ein bisschen was. Das heißt, hier habe ich einen ganz tollen neuen Ansatz mit einer Substanz, die einen Zungenbrechernamen hat, Sacituzumab govitecan, Handelsname Trodelvy. Ich sage immer, nach einem Glas Wein kann man es spätestens nicht mehr aussprechen. Ja. Okay, dann komme ich auf mein Hauptthema, das metastasierte Mammakarzinom, wenn es HER2 positiv ist. Weil das ist eine tolle Erfolgsgeschichte einer zielgerichteten Behandlungsmöglichkeit. HER2-positiv ist etwas, was wir schon eine ganze Weile kennen. Das kann man relativ einfach testen. Herr Hoffmann hat es eben angedeutet. Hier sieht man das, was der Pathologe unter dem Mikroskop sehen würde. Links oben bei dem Null würde man sehen, man tippt den Antikörper da drauf, also gibt eine Flüssigkeit auf den Objektträger, da passiert nichts. Oder der Antikörper bleibt eben in unterschiedlicher Maße an den Zellen kleben. Wenn das so wie bei 2+, nicht Fisch, nicht Fleisch ist, dann muss noch der Molekularpathologe ran und der guckt dann mit so einer Gensonde, ob da dieses HER2-Merkmal da ist oder nicht. Wenn das 3+ ist oder eben das Merkmal ist mit der Gensonde positiv, dann kann man das Medikament geben, das erste, was auf den Markt kam, Trastuzumab, Herceptin. Und die Entwicklung ist immer so, wenn man ein neues Medikament testet, wird das nicht an den gesunden Frauen in der adjuvanten, neoadjuvanten, also in der Sicherheitssituation eingesetzt, sondern in der metastasierten Situation. Das hat man in den USA getestet, 1998, und da hat man gesehen, das wirkt so super bei dieser an sich biologisch ungünstigen Erkrankung, dass man es dann natürlich auch als Sicherheitstherapie nachher nach vorne genommen hat. Und da ist es ein absolutes Standardmedikament. Sie sehen hier auch so ein bisschen, wie lange sowas dauert. Also 1998 entwickelt für die Metastasierung und zugelassen und in Europa zugelassen dann für die potenziell schon gesunde, operierte Patientin 2011. Also da gehen immer mindestens 10 Jahre ins Land. Ich möchte gerne an einem Fallbeispiel erzählen, wie so die Erfolgsgeschichte ist mit der HER2-positiven Situation. Und eine nette Patientin, die ich immer noch betreue, hat mir auch ihr Foto zur Verfügung gestellt. Ihren Namen sage ich natürlich nicht. Und wir betreuen die seit 2000 mit inoperablem HER2-positiven Mammakarzinom. Die Ersterkrankung war 1990 und sie hat 10 Jahre später dann einen Rückfall erlitten. 1990 hat kein Mensch sich mit HER2 beschäftigt. Das ist im Grunde damals noch gar kein Thema gewesen. 2000 hatte sie ihren Rückfall und ich hatte Ihnen eben gezeigt, 1998 war die Erstzulassung dann in den USA. Man hat dann auch bei hier schon geguckt, dass der Tumor hormonabhängig war, nicht besonders doll, aber auch HER2-positiv. Das war da aber ganz neu. Man hat den Rückfall an der Brustwand, den sie nach 10 Jahren entwickelt hatte, wegoperiert und dafür war die Substanz noch nicht zugelassen und das hätte man ihr auch nicht gegeben. Entsprechend hat sie dann ganz andere Therapien erstmal bekommen. Ich habe, weil die Patientin 20 Jahre betreut wird und unsere Smart Hospital Diagnostik aus dem Labor, da kann ich einen Tumormarkerverlauf von 10 Jahren abgreifen. Bei dieser Patientin musste ich im Zentrallabor anrufen. Die haben mir aber in 5 Minuten geliefert und ich konnte dann auch den Tumormarkerverlauf von den 10 Jahren davor, die ich sonst eigentlich gar nicht mehr sehen kann, weil es meistens nicht so relevant ist, konnte ich bekommen. Und hier sehen Sie die ersten 10 Jahre der Patientin. Es geht gleich weiter. Wir haben halt die Patientin dann erst, das ist die erste grüne Blase, konventionell mit Chemo behandelt, haben dann gedacht, ach, das funktionierte ganz gut. Der Rückfall ging weg und wir haben dann versucht, antihormonell zu behandeln. Das hat ehrlich gesagt bei ihr nie funktioniert. Man sieht, die blaue Kurve ist der Tumormarkerverlauf.
Der Tumormarker ist nicht das Wichtigste, zeigt aber oft so einen Trend, wo die ganze Reise bei der Patientin hingeht. Man flankiert das natürlich mit CTs, mit Röntgenuntersuchung, mit Ultraschall, aber Sie sehen so ein bisschen das Auf und Ab der Erkrankung mit ruhigeren Phasen und unruhigeren Phasen. Sie hat dann zum ersten Mal 2003, also 3 Jahre nach dem ersten Rückfall, tatsächlich das Trastuzumab, damals Herceptin, genannt bekommen. Es hat super geholfen. Die Zeiten sehen kurz aus, aber wenn Sie unten auf die Zeitachse gucken, dann ist so ein kleiner Abschnitt ist immer schon mindestens ein halbes Jahr. Wir haben halt, wie gesagt, hier 10 Jahre, die wir abgreifen. Und Sie sehen das auf und ab. Sie hat schwere Phasen gehabt. Da hat sie zum Beispiel eine Hüft-TAP bekommen, nicht weil sie eine Arthrose hatte, sondern weil eine Metastase an einer ungünstigen Stelle saß. Da wurde sie natürlich nachbestrahlt und wir haben dann wieder das Herceptin gegeben mit antihormoneller Therapie. Das hat nicht so gut funktioniert, dann hat sie nochmal eine Chemo bekommen und Sie sehen dann hier, bevor der ganz große Anstieg kommt, haben wir es nochmal antihormonell versucht, das funktionierte praktisch nie. Dann kam etwas Neues, das Lapatinib wurde erfunden, das ist eine Tablettentherapie, die sich auch gegen das HER2-Merkmal richtet und Sie sehen, das hat super funktioniert und hat dann auch relativ lange gehalten. Das hat praktisch dann von 2008 bis fast 2012 hat sie diese Behandlung bekommen. Dann sah man, es wird irgendwann schlechter und das nächste, was wir ihr dann angeboten haben, war, jetzt sehen Sie sozusagen die nächste Kurve, jetzt hat man das Gefühl, der Tumormarker ist immer unten, beachten Sie aber bitte, dass hier jetzt die Skala nicht bei 200 endet, sondern bei 3000. Die hat also eigentlich eher im Verlauf dann höhere Marker entwickelt, deshalb muss man hier die Skala jetzt anders wählen. Sie hat dann einen Lymphknoten fortschreiten gehabt, 2013, also jetzt 13 Jahre nach dem Rückfall. Und da hat sie dann nochmal Trastuzumab bekommen und eine konventionelle Chemotherapie. Das war so damals der Stand. Das hat wieder eine Weile funktioniert und dann gab es eine kritische Phase, so ein halbes Jahr später. Da hat sie neue Lungenmetastasen und neue Lymphknoten und Knochenmetastasen entwickelt. Und hier zeige ich Ihnen so einen kleinen Cartoon. Als das Herceptin erfunden wurde, hat man ein anderes Präparat auch schon in der Pipeline gehabt beim Hersteller. Roche war das in dem Fall. Und das hat man aber, wenn man dachte, nee, das Trastuzumab, Herceptin ist interessanter, hat man das erstmal in die Ecke gelegt. Eine Studie kostet viel Geld. Und hat das aber später, nachdem das Herceptin so ein Riesenerfolg war, hat man das weiterentwickelt und hat gesehen, dass die zweite Substanz, das Pertuzumab, sehr, sehr gut zusammenwirkt. Weil es nämlich so ist, dass diese beiden Antikörper dann gemeinsam noch besser diese, wie Sie sagten, Empfangsstelle an der Tumorzelle blockten. Und das heißt, ich kann der Patientin noch besser helfen. Und da gab es eine absolut spektakuläre Studie, sowas hatte man damals noch nie gesehen, wo man eine Chemotherapie mit Herceptin, also eine super Therapie, verglichen hat, noch mit dem Antikörper da drauf. Und die Patientin haben 1,5 Jahre länger im Durchschnitt gelebt durch die dritte Substanz. Mit wenig Nebenwirkungen mehr. Also das heißt, das war ein toller Erfolg und die beiden wirksamen Anti-Empfangsstellen können praktisch durch diese Blockade, durch die zweite Substanz nicht richtig zusammenwirken. Und dann haben wir unserer Patientin das natürlich zukommen lassen. Das ist jetzt sozusagen die zweite gelbe Blase. Sie hat dann das Trastuzumab, Pertuzumab und Carboplatin bekommen, eigentlich außerhalb der Zulassung, aber sie hatte schon Taxane reichlich und wir wollten ihr was Sinnvolles geben. Das hat super geholfen. Dann haben wir das erhalten, also sie hat sehr, sehr lange dann gar keine Chemo bekommen. Ich glaube, sie hat nicht vom Tamoxifen profitiert, das hat sie nur dazu bekommen, weil wir halt wussten, da ist ein bisschen Hormonrezeptor drauf, aber es werden die beiden Antikörper gewesen sein, weil Sie erinnern sich, sie hat nie profitiert eigentlich von der antihormonellen Therapie. Dann irgendwann war es doch so, dass ein gewisser Anstieg da war. Da haben wir das Carboplatin nochmal reingenommen, das hat wieder funktioniert und 2018 hatte sie dann aber wieder einen deutlichen Tumorprogress unter dieser Kombination. Inzwischen gab es wieder was Neues. Ja? Ich habe Ihnen eben das gezeigt, immer das Y ist ein Antikörper und das ist ein moderner Ansatz, das nennt man dann Antikörperkonjugat, also sozusagen eine Verbindung von dem Antikörper, von dem Y und da hängen hier in dem Cartoon sowieso stachelartige, das ist jetzt mal nicht das Coronavirus, sondern das ist tatsächlich eine Chemotherapie, die man, wenn man die intravenös geben würde, gar nicht gut vertragen würde. Hier ist das aber eine super verträgliche Therapie, die auch keinen Haarausfall zum Beispiel macht. Und das Konjugat, Trastuzumab Emtansin, auch so ein Zungenbrecher, Kadcyla mit dem Handelsnamen, wirkt ähnlich wie das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Diese Sache war aber viel früher da,
Also das beim Triple-Negativen kam ja erst vor kurzem. Dieses ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Das wirkt auch so, es dockt an der Zelle an, wird dann in der Zelle aufgenommen, gibt da seine tödliche Ladung frei, erwischt offensichtlich nicht ganz so viele von den Nachbarzellen, aber wirkt super. Und das haben wir unserer Patientin dann auch natürlich gegeben. Wir sind dann sozusagen, wo sind wir jetzt? Ich muss gucken, weil ich keinen Pointer habe. Wir sind ungefähr hier in der Mitte. Trastuzumab, M-Tansin, das Kadcyla hat sie bekommen. Hat sie auch über ungefähr ein halbes Jahr bekommen. Diese Patientin war jetzt schon sehr, sehr vorbehandelt. Das Knochenmark hat dann eine ganze Menge mitgemacht und sie hat immer so einen Thrombozytenmangel entwickelt, weshalb man dann auch mit der Dosis vorsichtig sein musste. Sie sehen, dann ist es irgendwann zu einem steilen Anstieg gekommen und sie hatte wieder einen Tumorprogress. Jetzt sind wir bei 2020 und wir haben dann was total Altmodisches gemacht. Ja, das ist eine reine Tablettenchemotherapie, die auch keinen Haarausfall macht, aber das ist eben absolut individualisiertes Vorgehen. Da gibt es keinerlei Leitlinie weltweit, was man bei einer Patientin in der Zehntlinie tun soll, die noch gut zurecht ist, ne, wie Sie gerade auf dem Foto gesehen haben. Und hier haben wir der Patientin halt diese Tablettenchemotherapie gegeben und im weiteren Verlauf auch das Trastuzumab dazu. Das hat wieder ungefähr ein Jahr lang gut funktioniert. Und dann kam aber jetzt im Januar die Phase, Sie sehen, wir nähern uns dem Ende, hat sie dann tatsächlich nochmal an der alten Stelle, wo sie bereits operiert und bestrahlt war, hat sie tatsächlich ein deutliches Fortschreiten bekommen und der Knochen ist in dem Bereich angebrochen und sie bräuchte eine relativ komplizierte OP. Gott sei Dank haben wir super Unfall- und Tumorchirurgen bei uns und die haben das ganz toll gemacht, sodass die Patientin schon wieder laufen kann, war noch in der Reha. Aber das reicht natürlich nicht alleine. Wir wissen, das ist jetzt eine Sache, die haben wir lokal kontrolliert, aber was bieten wir an? Und jetzt gibt es schon wieder das Nächste. Und das ist eine Substanz, auf der rechten Seite sehen Sie im Vergleich die Substanz, die die Patientin auch schon bekommen hatte, die praktisch der Vorläufer war. Das ist jetzt ein anderes Präparat, auch sehr, sehr schwieriger Name, Trastuzumab Deruxtecan, Handelsname Enhertu von der Firma Daiichi Sankyo. Sie sehen, ich habe keinen Wein getrunken, ich kriege es gerade noch so raus, aber es ist echt schwer. Und diese Substanz hat noch mehr Chemotherapie, die sie mit sich bringt und sie erwischt offensichtlich ganz toll noch die Tumorzellen in der Umgebung. Das ist der Dreh bei dieser Substanz. Und die ist seit dem letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte ist sie zugelassen. Und Sie sehen, das hat unsere Patientin jetzt auch bekommen und Sie sehen hier so einfach, der Tumormarker geht wieder runter, der Patientin geht es gut und sie bekommt das entsprechend weiter. Das ist das Foto von der Patientin, wie gesagt, von vor ein paar Tagen, wo ich angefragt hatte, ob sie mir das anlässlich unserer heutigen Veranstaltung hier schickt. Und wie gesagt, es geht ihr gut und wir behandeln sie jetzt erstmal damit weiter und hoffen natürlich, dass es überhaupt noch lange weitergeht. Eben hat es Herr Hoffmann angedeutet, diese Substanz, die ich gerade erwähnt habe, die die Patientin jetzt bekommt, die hat offensichtlich so einen guten Effekt auf die Nachbarzellen, dass auch die Patientinnen, die so ein bisschen HER2-positiven Tumor haben, davon profitieren. Das ist übrigens auch bei Magenkrebs so und bei Lungenkrebs. Die Substanz ist wahnsinnig teuer. Ich bin mal sehr gespannt, wie das alles weitergeht in den heutigen Zeiten. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass es immer bessere Substanzen gibt, wie man die Patienten behandeln kann. Zusammenfassend möchte ich sagen, bei metastasierten Mammakarzinom habe ich eine noch mehr individualisierte Situation als in der frühen Situation. Ich gucke nach dem, was sie für eine Vortherapie hatte, ob sie davon profitiert hat. Es macht ja keinen Sinn, ihr das Gleiche wiederzugeben, wo sie gerade eine Fortschreiten drunter hatte. Ich gucke nach den Biomarkern, die wir haben. Ich gucke nach der BRCA-Mutation, den entsprechenden schon älteren Biomarkern. Ich gucke, ob die für eine Immuntherapie in Frage kommt, wenn es eine triple-negative Situation ist. Und ich will noch mal einmal auf meiner vorletzten Folie zeigen, es ist auch ein Unterschied, Lebermetastasierung und Lebermetastasierung ist auch nicht das Gleiche, das ist auch individuell. Sie sehen links einen Fall, wo das ein Zufallsbefund ist, das würde die Patientin niemals merken, eine einzelne Lebermetastase. Da habe ich auch Zeit, mal was auszuprobieren und zu sagen, ich gebe Ihnen jetzt erstmal was, was wenig Nebenwirkungen macht. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir halt in 3 Monaten was anderes. Die Patientin auf der rechten Seite mit einer wüst durchsetzten, stark vergrößerten Leber, da muss ich was machen, was möglichst direkt hilft, weil sonst könnte es sein, dass das Organ in seiner Funktion Probleme bekommt. Auch das ist individualisiert, steht aber natürlich jetzt nicht irgendwie in einer Leitlinie drin. Und das, was ich natürlich auch noch berücksichtigen muss, ist, was ist die Gesamtlebenssituation der Patientin? Ist das hier, wie die nette alte Dame im Rollstuhl, jemand, der vielleicht im Seniorenwohnheim wohnt und dem ich jetzt nicht eine aggressive Chemotherapie zumuten kann? Oder ist das jemand, Zsa Zsa Gabor, inzwischen auch leider verstorben, in 8. Ehe verheiratet
oder eine Dame, die gerne ihren Mallorca-Urlaub noch genießt. Also das heißt, auch das sind individuelle Faktoren, die natürlich in die Entscheidung mit einspielen. Damit bedanke ich mich mit dem Schlussfoto von unserer Ambulanz für Ihre Aufmerksamkeit.